Wir haben immer wieder Tonalitäten, die identisch sind, die uns natürlich auch verhaltensformend beeinflussen. Schön, dass du da bist beim 17-Minuten-Talk mit Professor Dr. Frank Thomas Meyer und mir, Martina Hautau. Willkommen. Thomas und ich möchten heute mit euch im 17-Minuten-Talk darüber sprechen, was Medien leisten können oder wie ihr mit Medien besser umgehen könntet. Denn nehmen wir mal das große Beispiel erstmal Nachrichten. Und im nächsten Teil werden wir sicherlich auch darüber sprechen, was es für euch als Unternehmer bedeutet. Aber wir sind alle erstmal User, Nachrichten und Nutzer in dem Bereich. Lieber Thomas, Medienkompetenz ein großes Thema? Ja, vielleicht eines der größten und eines der meist unterschätzten Themen, denn der Zugang zu unserer Wirklichkeit, der geschieht heutzutage sehr stark über Medien. Natürlich haben wir auch noch Live-Gespräche, gar keine Frage. Wir haben unsere Sinnlichkeit, die wir live wirken lassen, gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn es um Informationen geht, Stichwort US-Wahlkampf, wo bekommen wir die Bilder her? Wo bekommen wir die Informationen her? Ja, eben durch die Medien. Und da stellt sich die große Frage, welche Medien, welche Quellen benutzen wir eigentlich für unsere Meinungsbildung? Also du hast gerade das Stichwort US-Wahlkampf gegeben. Wie schnell können wir Menschen denunzieren oder ein Bild darstellen, was vielleicht doch nur einseitig ist? Das heißt, wir haben im Vorgespräch gesprochen, dass wir sagen, wenn ein negativer Kontext ist, wird auch schnell so ein negatives Bild gegeben. Und in jedem Video findet sich irgendwie eine komische Gesichtsmimik, auch so in unseren Videos wird das sein, dass wir uns halt auch wild darstellen könnten. Wir haben immer wieder Tonalitäten, die identisch sind, die uns natürlich auch verhaltensformend beeinflussen oder lustiger oder humorvoller oder negativer darstellen könnten. Was ist da die große Gefahr, die du siehst? Also zunächst einmal, wir haben ja eine sehr große Selektivität. Ein Bild, das wir von einem Politiker haben beispielsweise, ist ja sehr, sehr spezifisch. Und wir können die Person jederzeit herabsetzen über ja, unverhältnismäßige gestische Äußerungen. Wenn ich jetzt hier ein ganz verzerrtes Gesicht zeige und dann ein Foto veröffentliche, wird das auch sehr komisch wirken. Man kann jeden Politiker auch komisch zeigen. Und problematisch finde ich, dass sich bestimmte Bilder oder Vorurteile immer weiter aufsummieren. Also ich bin jetzt beileibe kein Trump-Anhänger, aber wenn man sich mal anschaut, was für ein Bild da kolportiert wird, verfestigt wird, auch im Freundeskreis, das ist dann am Ende eine unglaubliche Summe und es wird immer schwieriger, dagegen anzugehen. Und am Ende des Tages sich auch vielleicht wirklich ein eigenes Bild zu machen, also dann auch zu hinterfragen, woher haben denn alle meine Freunde, Bekannte diese Bilder? Sind die aus den Medien oder woher haben sie diese Quellen? Das ist die entscheidende Frage. Also. Ja, also brandgefährlich finde ich es dann, wenn es zu einer Feindschaft und zu einem Mobbing wird, ein öffentliches Mobbing wird. Und die Gefahr ist sehr schnell gegeben oder kann sehr schnell passieren. Also wie können wir jetzt mit Medien, wenn ich in den klassischen Medien zu Hause bin, also ich gucke Nachrichten, ich lese halt die klassischen Zeitungs- und die Printmedien, wie kann ich mir eine andere Meinung holen? Da sind ja beide, haben wir beide ja so den Ansatz zu sagen, ein bisschen wissenschaftlicher vorzugehen. Nämlich sich auch andere Quellen mal zu suchen, in alternativen Quellen zu forschen. Und was ja der wissenschaftliche Ansatz ist, ist auch zu sagen, wie gehe ich wirklich vor, um meine Informationen zu festigen oder meine Meinung mir wirklich zu bilden. Denn Medienkompetenz hat auch, heißt auch Meinungsbildung immer. Ja, auf jeden Fall. Ich bilde ja meine Meinung über die Informationen, die ich habe. Das ist für mich ja vielleicht sogar dann handlungsrelevant. Stichwort auch, wen wähle ich zum Beispiel? Das basiert ja auf den Informationen, die ich bekomme. Und ich sagte ja schon, liest sich wirklich jemand noch das Parteiprogramm durch? Oder geht das nicht sehr stark über das Thema Personalisierung und die Bilder, die ich von dieser Person kenne? Politiker werden ja heutzutage schon ganz systematisch danach ausgewählt, ob sie medientauglich sind und wie sie sich gegenüber den Medien verhalten. Und wir müssen einfach hinterfragen, ist dieses Bild stimmig? Denn es ist ja eine ganz große
Selektion, also selbst wenn wir uns jetzt hier unterhalten, ne, wir haben hier eine Kadrierung förmlich, die viele Dinge ausblendet, im wahrsten Sinne unser Privatleben, unser sonstiges Leben ausblendet. Und das führt zu einem sehr einseitigen Bild. Ja, und das, was du sagst, ist, es werden mittlerweile Politiker ausgesucht nach Influencer-Fähigkeiten eher als nach parteipolitischen vielleicht Kontext. Das finde ich auch, da hat sich viel verändert. Also alte, charismatische, gesetzte Politiker, sowas sehen wir ja gar nicht mehr. Und wenn wir sehen, was sich da alles ineinander bewegt, wo auch keine Grenzen mehr sind, wo man sagt, wo sind denn die Abgrenzungen oder wie werden Themen promotet? Also wenn wir allein sehen, wie Medien zum Beispiel Klimawandel promoten, es geht immer um CO2. Neulich habe ich gehört, dass jemand sagte, du, aber es geht doch eher um sauberes Wasser und gesunde Luft. Das wäre doch viel wichtiger, wenn wir uns darum kümmern würden. Und da kriegt es plötzlich so was Griffiges. Ja, und da habe ich gedacht, ja, das ist spannend. Plötzlich es so zu sehen, mit diesen Worten zu verwenden und zu sagen, was können wir als Gemeinschaft tun? Und da ist ja auch, was wir feststellen, es ist sehr schnell gespalten. Die Medien, die Informationen geben, sorgen manchmal für Feindbilder, fürs Mobbing, manchmal im Extremfall sogar, oder wirklich für Spaltung zwischen Generationen. Also wie der WDR diesen Oma ist eine Umweltsau-Song rausgebracht hat, sage ich jetzt mal einfach nur. Den Song kenne ich noch gar nicht. Ja, also sie haben in der Zeit, wo Friday for Future in Hochwelle war, einen Kindersong entwickelt. Der war Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Dieser Grundlagensong hieß dann Meine Oma ist eine irgendwie Umweltsau oder so. Ja, es macht ja was mit uns. Ja, dann siehst du ja, dass ich davon gar nichts mitbekommen habe. Also Ja, sei froh. es Ich gibt habe ja mich super mittlerweile, aufgeregt. ja. Es gibt so viele verschiedene Mitteilungskanäle. Deswegen auch hier wieder. Früher saß ich mit meinem Opa auf der Couch, also früher, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren. Und da gab es dann eben nur ARD und ZDF und vielleicht noch einen Ja. Regionalfernsehsender. Und man ist rausgegangen, hatte, keine Ahnung, Wetten, dass geguckt. Das kennen vielleicht viele gar nicht mehr. Und man hatte dieses Thema und man hat sich darüber unterhalten mit dem Nachbarn. Ja, das stimmt. Ne? Wir haben heute so viele verschiedene Mitteilungskanäle, es werden ja immer mehr, also denken wir mal an die ganzen sozialen Medien. Und dann ist immer die Frage, wie informiere ich mich jetzt eigentlich richtig? Was für Kanäle sind jetzt eigentlich die richtigen? Und diese Unübersichtlichkeit, die führt ja auch dazu, dass wir uns vielleicht falsch orientieren. Wir wollen vielleicht nur die Medien nutzen, die unsere Meinung bestätigen. Und das führt dann im Grunde nach zur Vergrößerung unserer Vorurteile oder einfach nur zur Vergrößerung unserer Filterblase, in der wir uns bewegen. Und wir nehmen anderslautende Meinungen gar nicht mehr wahr. Und vielleicht sollten wir gar nicht mal das Wort richtig oder falsch nehmen, weil damit würden wir ja auch wieder ein bisschen spalten, sondern die Meinung ist oft anders zu bilden als nur über einen Kanal oder über ein Massenmedium. Also mal zu schauen, wie veröffentlichen die Öffentlich-Rechtlichen, wie die privaten Sender, gibt es alternative Medien dazu? Und könnte ich mich vielleicht auch in ein Thema mal einfuchsen, ob das die Meinung ist, die ich wirklich einfach übernehmen möchte? Oder finde ich noch etwas anders, gerade zu Personen, Politiker, geschichtlichen Hintergründen, Ereignissen? Gibt es vielleicht auch noch einen anderen Blick? Und das Spannende ist ja, wir rennen ja heute alle mit so einem Ding vorm Auge rum. Damit habe ich ja natürlich total viele Blickwinkel über eine Situation. Also gehe ich heute zu einer Demo, sehe ich das mit der, kann ich das mit der Kamera aufzeichnen und einen Einblick geben, der vielleicht in den Medien, klassischen Medien gar nicht kommt? Oder könnte ich das finden? Ja, finde ich solche Informationen, dass, oder wenn ich da war, wäre es anders, als wenn ich es nur sehe? Ja, das finde ich sehr spannend, weil ein Kollege von mir ist zum Beispiel mal auf diese Berliner Demonstration, also Anti-Corona-Demonstration, Gegen Corona-Maßnahmen. ja, wenn man so will. Auf jeden Fall ist er da hingefahren und hat mal selbst seine Kamera mitgenommen und hat Bilder gemacht, hat Videos gemacht und hat die dann mal mit der Tagesschau abgeglichen und ist dann zu einer ganz anderen Sichtweise gekommen. Und ich gebe mir selbst immer das Beispiel vom Fußballspiel, weil das Events waren, wo ich immer gerne mal hingegangen bin.
Habe ich mich dann abends natürlich immer auf die Sportschau gefreut und dann habe ich ganz andere Bilder gesehen. Und dann habe ich mich immer gewundert, also das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Das Spiel lief doch ganz anders. Klar, Ergebnis und so weiter lässt sich nicht dran rütteln. Aber die Wahrnehmungsweise war völlig anders. Und das zeigt immer wieder, wenn wir selbst aktiv werden, also wenn wir von Ereignissen eigene Fotos und Bilder machen, hier mit so einem kleinen Medium, dann beginnen wir reflexiver zu denken, weil wir gleichen die Bilder, die wir sehen, mit den Bildern ab, die wir in den Medien vorfinden. Und da entstehen immer ganz spannende Dinge. Ja, und das ist ein spannender Aspekt, den du sagst. Wie ist meine Wahrnehmung, wenn ich real dabei bin? Und wie ist das Bild, was ich sehe? Und da haben wir zwei Beispiele schon bekommen von dir, wo es wirklich klar ist, das scheint extrem unterschiedlich zu sein. Auch wenn es vielleicht im Ergebnis beim Fußball hinten die Torzahl sich nicht verändert hat. Aber der Blickwinkel und das Erleben ist ein anderes und auch die Perspektive, die ich habe. Oder bei einer Demonstration bin ich Teil, war dabei, habe es aufgenommen. Und was haben mir die Medien dann wiedergespiegelt? Und das wirklich mal zu verstehen, ich kann nur eine Sicht vielleicht zeigen im Fernsehen. Wir hatten ja schon mal den Wunsch geäußert, mehr wäre schöner. Aber das ist halt eine Frage, wie das umsetzbar wäre. Aber die Sache ist, dass der Gedanke doch ist, erstmal zu verstehen, dass das Bild, was ich bekomme, kein endliches Bild ist, sondern nur ein Ausschnitt aus. Und ich darauf vielleicht nicht ein Fundament, ein Mauerwerk einer Meinung aufbauen kann. Das ist richtig. Und interessant ist ja auch, wir sehen gleichzeitig mehr, wir sehen aber auch gleichzeitig weniger. Ja. Wenn ich im Stadion bin, ne, dann kann ich natürlich nicht sehen, wie jetzt genau dieser Elfmeter zustande gekommen ist, aber ich kann es mir hinterher in der Zeitlupe mehrmals anschauen. Ich kann dann auch meine Meinung wieder revidieren. Das finde ich das Spannende an diesen technisch erzeugten Bildern. Aber andererseits sehe ich vielleicht auch wesentlich weniger durch diese Vielzahl an Bildern. Kann ich in eine gewisse Orientierungslosigkeit kommen. Ich weiß dann gar nicht mehr, welchen Bildern soll ich denn jetzt Glauben schenken. Also insofern, das ist immer so beides und die Auswahl ist, glaube ich, auch immer sehr schwierig. Also wie entscheide ich mich jetzt? Was ist für mich das entscheidende Bild in der jeweiligen Situation? Nehmen wir nochmal das Bild von deinem Fußballspiel, das fand ich total spannend gerade, zu sagen, ja, ich war im Stadion, habe gesehen, der Schiedsrichter hat gesagt, Elfmeter. Ich rege mich vielleicht noch auf und denke, wie kommt der denn auf die verrückte Idee? Und jetzt sehe ich im Fernsehen einen ganz anderen Winkel, Blickwinkel, wo ich verstehe, warum dieser Elfmeter erteilt worden ist. Da ist es ja sehr intensiv, also ich gucke tiefer und erfahre mehr. Und du als Zuschauer im Stadion könntest ja nicht sagen, Schiedsrichter, hör auf damit, einen Elfmeter zu geben, aber ich kenne die Buhrufe, die dann oft entstehen. Naja. Wer es nicht richtig gesehen hat, der wird kräftig Krach machen in so einem Stadion. Das bedeutet, dass die Perspektive, ich mehr Perspektiven brauche, um zu verstehen, mal näher, aber auch mal weiter weg. Ich habe neulich eine Untersuchung mitgekommen, leider kann ich dir die Quelle nicht nennen, was ich ja gerne machen würde. Da muss ich nochmal recherchieren gehen. Der Mann hat untersucht, wie offen sind wir für andere Meinungen, wenn wir welche Medien benutzen. Er hat festgestellt, dass Menschen, die nur ein Medium lesen, also eine Quelle nehmen, ich sage mal liebevoll, das traditionelle Blatt in Deutschland, was das meistverkaufte, höchst aufgelegte mit den größten Bildern ist, die sind offener für andere Meinungen oder empfänglicher, könnte ich auch sagen, für andere Meinungen. Jemand, der aber sagt, ich lese dieses Blatt, noch das lokale Blatt meiner Stadt und noch ein übergeordnetes Printmedium, würde sagen, er hat sich eine breite Meinung gebildet. Das ist total spannend, fand ich das, den Ansatz. Was würdest du dazu sagen? Kannst du das nachvollziehen, dass das sein könnte? Ja, und zwar, es könnte sein, dass man, wenn man mehrere Quellen nutzt, dass man dann der Ansicht ist, weil es eben mehrere behaupten, Ja. dann ist es wahr. Das ist so ähnlich, wenn ich 10 Leute frage und alle sagen das Gleiche. Dann muss die 10. Meinung immer noch nicht richtig sein. Also, das ist vielleicht so ein typischer menschlicher Prozess. Also, wir kennen es ja aus Oral History. Wenn dann Zeuge A sagt, er hat das gesehen, Zeuge B, Zeuge C, Zeuge D und alle haben die gleiche oder ähnliche Ansicht, dann glauben wir das auch auf jeden Fall, weil 4 Leute können ja nicht irren. Aber wenn der 5. was anderes sagt und hat was ganz anderes gesehen,
Ja, dann schütteln wir mit dem Kopf und sagen, das kann nicht zutreffen. Und wir wissen ja gerade so in Krisensituationen, da ist das so ein Problem mit der Wahrnehmung. Manches macht man sich dann auch, legt man sich dann auch so zurecht, gerade so auch historisch betrachtet im Rückblick, bildet man sich dann doch seine eigene Wirklichkeit ganz, ganz stark, die auch oft mit Wunschdenken zu tun hat. Also da gibt es auch Verdrängungsmechanismen, die da stattfinden. Die Ganz Frage ist aber nur, wenn ich drei verschiedene Medien lese, ob ich wirklich drei verschiedene Meinungen und Blickwinkel bekomme oder ob da, wie es immer so vorgeworfen wird, eine Gleichschaltung schon besteht, dass ich doch nicht so viel Vielfalt an Sichtweisen bekommen habe, wie ich denke, bekommen zu haben. Ja, Die dann bleibt Frage dann, steht ja auch noch in der heutigen Zeit. ja, dann wird es natürlich problematisch, weil wenn ich dann das hinterfragen möchte, dann muss ich eigentlich vor Ort sein. Das ist dann ein sehr großes Problem tatsächlich. Also wie soll ich dann Informationen bekommen? Ich sage mal so, wenn ich davon ausgehe, alle drei Medien, naja, wer weiß, wie die Meinung zustande gekommen ist, liegen vielleicht falsch, dann bleibt mir nichts anderes übrig als meine eigenen Recherchen zu unternehmen, oder? Ja, und es gibt halt zum Beispiel ein sehr spannendes Video, was ich im Web gefunden habe. Da ist mal so dieses Bild der Gleichschaltung klarer dargestellt worden, der amerikanischen Sender, wo ja auch Wortwahlen genauso genommen wurden. Und wenn das 30 Mal gleich gesagt wird im Sender, ist das ja auch wie ein Mantra, was ich gesungen habe. So passiert es ja auch gerade in den Medien innerhalb dieser Pandemielage. Wir haben immer wieder Tonalitäten, die identisch sind, die uns natürlich auch verhaltensformend beeinflussen. Ja, Mantra ist ein schönes Stichwort. Wenn man, ich sage mal, wirklich bewusst ein Fake News lanciert, dann reicht schon die Wiederholung, dass sich das bei vielen im Kopf festsetzt. Das wird quasi zur Wahrheit. Und je länger man zurückblickt, je weniger ist man auch bereit, diese Quelle oder diese Erfindung nochmal zu überprüfen. Und das setzt sich bei uns als Erinnerung, als Wahrheit ab. Und gerade bei älteren Leuten, da gibt es Untersuchungen dazu, ist das sehr, sehr schwierig. Woran das jetzt genau liegt, weiß ich nicht. Aber da nimmt diese Hinterfragung immer mehr ab und diese ehemals fingierten Nachrichten werden als wahr angesehen. Wobei ich da heute keinen Altersunterschied mehr machen würde, weil ich auch empfinde, dass die jüngeren Leute in den Medien sehr gleichgeschaltet werden durch Zitate, Posts, die immer wieder genommen werden, liebevoll aus dem Zusammenhang gerichtet oder einfach nur gepostet werden. Das ist auch eine Form von Beeinflussung, die man auch nicht unterschätzen sollte, was da passiert. Ja, lieber Thomas, das war schon wieder mal heute. 17 Minuten Talk sind zu Ende. Wir laden euch jetzt ein, wieder heute Abend bei uns zu sein in unserem Chatroom auf Telegram und euch mit uns auszutauschen über das Thema Medienkompetenz. Aber bleiben wir nochmal bei dem Thema Medienkompetenz. Also, wenn wir beide jetzt sagen, du liest eine Zeitung, du hast ein Fernsehprogramm, was wäre so unsere Idee, wie sie vorgehen sollten? Also sicherlich mehr Vielfalt und gucken, ist das gleichgeschaltet oder ist das wirklich mal ein anderer Aspekt? Bild, Fußballspiel, anwesend sein oder mal den Fernsehausschnitt gucken? Oder was Ja, wäre deine Idee? tatsächlich bleibt es ein offenes Problem. Also Ja. wir sind ja ökonomisch, wir haben ja gar nicht so viel Zeit, den ganzen Tag über jede Nachricht zu hinterfragen. Das müssten wir vielleicht eigentlich, aber dazu sind wir gar nicht in der Lage. Wir müssen also auch selektieren. Unsere Wahrnehmung ist sogar so ausgelegt. Also wir können nicht gleichzeitig, während wir uns unterhalten, ganz andere Dinge tun nebenbei. Das ist eben so. Wir sind so angelegt, auch um überlebensfähig zu sein, zu selektieren. Und wir müssen immer wieder hinterfragen, was passiert dabei. Was anderes bleibt uns, glaube ich, nicht übrig. Und wir müssen unsere Medienkompetenz stärken. Also A, indem wir einfach auch mal selber mit Medien was machen. Und B, wie du es gerade gesagt hast, selektieren. Aber wir können nicht zu jedem Ereignis hinfahren. Das ist, glaube ich, Das illusorisch. wird, glaube ich, sehr anstrengend. Aber sicherlich, wir haben ja jetzt durch dieses Handy unheimlich viele alternative Berichterstattung, sage ich mal. Das heißt, wenn ich jetzt mitkriege im Bereich Corona, gibt es die
die offizielle, ich sag mal, offizielle Meinung, wie gefährlich ist es? Und es gibt alternative Wissenschaftler, die auch schon was zu sagen. Dazwischen muss ich höchstwahrscheinlich meine Meinung bilden, ohne das eine und das andere als reine Wahrheit wahrzunehmen, sondern diese verschiedenen Sichtweisen, die da sind, versuchen für mich als Person zusammenzubringen, ohne das eine oder das andere zu negieren, sondern dazwischen ist immer vielleicht eher die Wahrheit jetzt zu finden, als nur auf einer Position. Und es ist ja da, es ist ja findbar. Also wenn ich sage, alternative Medien würden jetzt nicht recherchieren, wäre das halt auch ein falsches Bild, weil ich kenne da viele, die 30 Jahre lang sich in Themen eingefuchst haben. Da haben wir vorhin im Vorgespräch gesagt, da könnte mancher Professor sich, glaube ich, dann Absolut. zurückhalten, weil da so viel Ja. Einfuchserei ist, das kann man ja gar nicht leisten, wenn man in einem Fachbereich tätig ist. Aber zu sagen, es gibt welche und diese Meinung oder diese Informationen sich auch anzuhören, um daraus sich eine neue Meinung zu bilden, also von A nach B sein C zu finden. Also wenn jemand so lange, seit 30 Jahren schon Informationen produziert, dann hat er sicherlich sehr, sehr viel Reputation auf dem Gebiet. Und das steht und fällt ja mit der Figur des Autors. Also die Quelle ist ja dann sehr zuverlässig. Ja. Man hat sich das erarbeitet. Die Zeitung muss sich das ja auch erarbeiten jeden Tag, ne? Du kannst ja nicht einfach irgendwelche Dinge behaupten, sondern du musst ja glaubwürdig, ist ja ein Grundprinzip, ist zwar eine hohe Verantwortung. Und wenn dieser Autor so viel Wissen mitbringt, ja, dann weiß er sicherlich wesentlich mehr als die Professoren, die ich kenne. Und ich sagte ja auch schon mal, dass dieses Informationsmonopol auch gar nicht mehr so existiert, weil es mittlerweile ja nicht nur Leute sind, die 30 Jahre irgendwas machen, sondern viele Kinder und Jugendliche sind ja schon in der Lage, wenn sie sich vertieft in ein Thema bewegen, sich so viel anzueignen, dass ein Professor, der sich damit nicht beschäftigt, die Waffen strecken muss, schlichtweg. Ja, das ist so. Ja. Und das, was glaube ich auch nochmal ein Aspekt ist, so zum Abschluss, wo man sagen kann, wie kann ich für mich in dieser hektischen Zeit, in diesen vielen Informationen für mich bekommen und auch klar zu sehen, ein Nachrichtenmagazin, die können recherchieren, ja, aber es gibt auch eine DPA, die gut vorgibt, die froh sind, dass da schon einer vorrecherchiert hat. Und wie weit gibt es noch eine andere Quelle, die ich nutzen kann? Und das ist, glaube ich, die Idee, die wir jetzt geben können, zu sagen, sich die Zeit zu nehmen, mal nach rechts und links nochmal zu gucken, was es da gibt, um seine Medienkompetenz oder seine Meinungsbildung, auf ein anderes Fundament zu stellen. Ja, oder ermutigen, auch mal selbst zum Produzenten zu werden, diese Konsumhaltung auch zu verlassen. Und das schärft auch dann das analytische Denken und die Distanzierung zu den Medien, weil man selbst seine eigene Wirklichkeit damit produzieren kann. Das ist ein guter Aspekt zu sagen, was bedeutet es eigentlich, ein Thema zu recherchieren mal oder da sich reinzufuchsen? Wie viel Zeit ist es eigentlich, die man dafür braucht? Ich kriege das nämlich mit, dass so im alternativen Medienbereich viele Zuschauer Konsumenten geworden sind und einfach nur abfordern an denjenigen, sagen, mach mal das Thema, mach mal jenes Thema. Der kriegt da kein Geld für, der gibt seine Lebenszeit, der recherchiert dafür. Und ich finde das sehr gut, wenn die manchmal sagen, nö. So ist mein Programm hier nicht aufgebaut, ne? Ich bin kein Wunschkonzert, sondern dann mach dich selber auf den Weg und suche oder finde deine Informationen. Auch das ist natürlich ein Ansatz, selber mal auf die Suche, auf die Forschungsreise zu gehen, was ja Wissensvermittlung ist. Da haben wir dann unseren Wissenschaftler, den wir brauchen. Ja, und sich zum kleinen Experten zu machen, schadet nie. Definitiv nicht. Alles Liebe euch und bis bald, eure Martina. Und euer Thomas.